Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch am, was heißt wir? Ich bin immer noch am Lernen von dem Spiel, was auch schön ist. Schöner Lerneffekt, schöne Lernkurve. Und was für Zauber sind effektiv, in was für Situationen will man was haben. Also jetzt habe ich halt auch kapiert, okay, dieser Nebel ist einfach super mächtig, gerade gegen so eine Gruppe Fernkämpfer. Und den will ich auf jeden Fall in Zukunft von irgendjemanden haben. Dementsprechend, ja, schauen wir dann mal. Ich glaube, Gale kann den... Also jetzt zur Zeit nicht, weil wir den ihm nicht beigebracht haben, aber also nicht aktiviert haben, aber er kann den theoretischerweise. Das muss ich kurz nachdenken. Will hat es seine Aktion beendet, da müssen wir einfach... Ach so, wir gehen aber natürlich wieder ein Stück weg. Er ist noch nicht in Kampfbindung. Also bedroht. Hier heißt es, in dem Spiel heißt das, wenn man im Nahkampf ist und wenn man weggeht, jemand quasi den Gelegenheitsangriff macht, heißt es hier bedroht. In vielen anderen... Rollenspielen nennt man es Nahkampfbindung und deswegen sage ich immer Nahkampfbindung und ich gehe jetzt mal zurück. Fleet of foot. So. One can't always be a gentleman. Ja, wir haben Nebel nicht ausgewählt, dafür können wir schlafen. Das Problem bei Schlafen ist, es geht nur auf 24, wenn wir Stufe 2 machen. Glaube ich 33 Trefferpunkt Gegner. Das ist ein kleiner Nachteil. Wir wollen eigentlich versuchen, den hier Platz zu machen, weil ich nicht will, dass er ein weiteres Skelett befreit. Und da werden wir wohl, was hat er noch? 8, da werden wir wohl Sengender Strahl einsetzen. Der hat ja auch eine Rüstung. Was hat denn der an Rüstung? Rüstungsklasse 14. Je höher deine Rüstungsklasse, desto schwieriger bist du zu treffen. Grundrüstungsklasse 14. Also irgendwas wird der dann davon... Intelligenz, Rettungswurf 13 ist sehr gut. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn, wenn wir einfach... Sengender Strahl verwenden und alles auf ihn knallen, weil er trifft ja auch nicht zu 100%, damit wir ihn hoffentlich platt bekommen. Ja, sehr gut, wichtig, 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 dass der tot ist. Dann können wir noch ein Stück näher rangehen, damit wir dann auch in der Lage sind, jemanden problemlos zu treffen. Nehmen natürlich noch den Heiltrank und dann sollte der Kampf jetzt deutlich besser aussehen mit ihr gehen wir. Sie wird dann logischerweise auch blind, wenn sie hier reingeht. Deswegen... Oh, was ist denn? Ich hab... Muss sie dann in irgendeiner Situation ihr die Fernkampfwaffe gegeben haben, als wir danach nochmal geladen haben, weil sie hat wieder keine ausgewählt. Oh. Wir gehen jetzt einfach mal hier in die Richtung. Bis hierhin kommen wir nicht. Wir gehen mal hier hin und da warten wir einfach. Ah, Moment, wir können aber was machen. Göttliches Gespür, du bist bei Angriffswürfen gegen Celestliche, Unholde und Untote im Vorteil. Wir sind ja gegen Untote gerade im Kampf, also nehmen wir das. Zählt nur für 2 Züge, aber egal. Göttliches Gespür. Na, jetzt müssen die nämlich erst rausgehen, um ihre Blindheit zu verlieren. Blöderweise hat jetzt aber Kalach schon ziemlich viel Energie verloren und wir müssen sie jetzt heilen mit Durchschnaufen. Wieso kann sie denn keinen Heiltrank nehmen? Du kannst dich gerade nicht selbst heilen. Warum nicht? Ach, Pfeil des Ilmater kann keine Trefferpunkte zurückerhalten, also auch nicht über Durchschnaufen. Das bedeutet das doch, oder? Nutze deine Ausdauer, um dich zu heilen. Wir lesen das mal genau durch. Kann keine Trefferpunkte zurückerhalten. Ja, also es müsste ja auch darauf gelten. Deswegen ist es super, super unangenehm. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als dann jetzt zu kämpfen. Kritischer Treffer, tot. Und dann können wir uns jetzt zumindest zurückziehen. Und hoffen, dass uns niemand platt macht. So. Wir könnten jetzt noch ein Gift schmieren, das bringt uns aber nichts, weil das Gift uns nicht hilft. Die Gegner sind immun gegen Gift. Schriftrolle Nebelschnitt. Ich glaube, wir können nichts Sinnvolles mehr machen. Heilen bringt uns nichts. Na. Spurten, unangenehm. Ah, macht er jetzt das doch auf. Aber ich denke, schaffen wir trotzdem den Kampf. Pfeil des Ilmater, das haben die wohl alle, oder was?
Mist. Gut. Will muss dann wohl der guten Kallach helfen. So. Er hat keine Aktion mehr. Er kann sich auch nicht mehr heilen. Weil er ebenfalls von diesem blöden Trank... Trank der Geschwindigkeit. Wir könnten jetzt halt weit wegrennen. Trank des Gedankenlesens, Trank des Federfalls. Wir nehmen erstmal die anderen, wir nehmen erstmal die anderen. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das jetzt machen. Schattenherz. Hand auflegen bei Kallach. Kann man die jetzt wieder heilen? Ja. Ah, wir kennen nur die Schwache, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, vielleicht verlieren wir den Kampf doch noch. Das mit dem Blind ist natürlich das Problem. Die müssen nur aus dem Nebel raus, fällt mir gerade auf. Und dann sind die nicht mehr blind. Nicht so geil. So, und jetzt kann sie nur noch einen Heiltrank verwenden, den sie aber selber gar nicht braucht. Könnten noch stoßen. Aber dafür ist er zu weit weg, oder? Nein, ist er nicht. Aber es bringt uns auch nicht. Da ist ja im Nahkampf dran. Also warum sollten wir den wegstoßen? Ich glaube, wir gehen dann einfach noch näher ran. So. Mehr können wir nicht machen. Wir können den Heiltrank nicht werfen. Das geht nicht mehr. Das ist eine Aktion. Den selbst zu benutzen bringt uns nichts. Will muss sich eigentlich heilen, kann er aber nicht. Ist nicht in Nahkampfbindung, das heißt, wir könnten wegrennen. Aber dann rennen die uns halt hinterher und greifen den trotzdem an. Ach so, ja, wir haben ja Kallach geholfen, wir haben gar keine Aktion mehr. Also vielleicht doch wegrennen. So ein bisschen verstecken zumindest. Aktion. Gale müsste sich eigentlich auch selbst heilen. Dolchwolke, Melfs Säurepfeil. 36%, 36%, weil bedroht, bringt mir nichts. Ich glaube, das ist alles schlecht, was wir hier machen können. Zu viele Trefferpunkte. Ziel darf kein Untoter sein. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir müssen ja einen Zauber machen. Das ist immer noch sinnvoller, als einfach anzugreifen. Mit 0 bis 7 Schaden. Also, Melfs Säurepfeil. Ja. Macht dann nochmal ziemlich krassen Rundenschaden. Sengender Strahl macht natürlich mehr Schaden. Und sind drei Angriffe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass zumindest einer trifft. Ich weiß nicht so richtig, wen ich da von den beiden. Ich glaube, der hier ist gefährlich. Oder mache ich versuche es auf den. Einmal getroffen. Klasse. Können natürlich nicht weglaufen. Können uns mit einem Trank heilen. Wir haben nur noch einen. Schön, dass wir das noch nicht gemacht haben, dass wir die Tränke verteilt haben. Das war also auch wieder schön dumm. Habe ich meinen Timer eingeschalten. Ja. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gale lebt noch, immerhin. So, Kallach ist dran. Nicht genug Ressourcen, nicht genug Ressourcen. Wir können heilen. Das ist die Frage, heilen wir uns selbst? Ja, wir heilen uns selbst mit Durchschnaufen. Jetzt können wir noch irgendwo ranlaufen, dann machen wir das. Oh, und jetzt wird es wieder richtig eklig, weil die alle angreifen. Fehlschlag, na immerhin. Ja, renn weg, sei dumm. Nice. Fehlschlag, nice.
Kalach liegt wieder. Das ist halt blöd, dass ihr dieses plus 2 Rüstung fehlt. Das würde natürlich einen massiven Unterschied machen. Mist. Und ich glaube, dann nehmen wir lieber Gale, um ihr hochzuhelfen. So. Schön, dass er keinen Heiltrank mehr hat. Oh, das ist so dumm. Dann gehen wir erstmal mit Will. Er hat immer noch 24. Mist. Können wir nicht einsetzen? Oh. Muss ich kurz überlegen, was wir jetzt machen. Dornenhagel, fesselnder Schlag. Oh, das ist egal. Wunden heilen. 3 bis 10. Damit könnten wir natürlich Gale heilen. Ich glaube, das... Oder heilen wir lieber Kalach. Was kann Gale noch machen? Er kann eh nichts mehr... Er kann gar nichts mehr machen. Er kann wegstoßen. Okay. Forever dauntless. Der stirbt jetzt sowieso nicht. 45%. Das ist halt die Frage. Lieber heilen, aber denen, die uns platt machen, das bringt halt nichts. Also das ist dann halt... 56, 56, 75. Also mit einem Normalpfeil würden wir gut treffen, aber da macht halt nicht so viel Schaden. 5 bis 10. Ätzende Knolle. Rauchpulverbombe bringt uns nichts. 50%. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. Ah, okay, schade. Trank des Schlafes. Treffen wir halt leider auch alle anderen. Soll ich wirklich mit einem normalen Angriff angreifen oder lieber heilen? Ich weiß es nicht so richtig. Kalach, it's go time. Kalach kann nicht angreifen, kann sich nicht heilen. Achso, die ist gar nicht an der Reihe. No holding back. Ah, und Wunden heilen ist Nahkampf. Das heißt, ich müsste auch noch ranlaufen. Ist auch nicht so geil. Glaube, ich gehe erstmal auf Angriff. Und greife normal an und riskiere es einfach. Ja. Die Pfeile sind halt nur geil, wenn halt keine Freunde drumherum stehen. So. Jetzt könnten wir noch einen Heiltrank nehmen, das machen wir auch. Der heilt halt echt wenig, das ist ein Problem. Schattenherz. Sie kann auch noch Wunden heilen auf Kalach machen, sie kann aber auch ihr göttliches Niederstrecken machen und den Typ platt machen, was wahrscheinlich besser ist. Lieber einer weniger. Segnen. Segne bis zu 3 Kreaturen. Sie halten einen Bonus von auf ihre Angriffswürfe und Rettungswürfe. Das ist halt eigentlich geil. Den würde ich eigentlich gerne auf die 3 machen, aber ich glaube, ich muss den versuchen, platt zu machen. Er hat noch 8 bis 12, 14 Rüstungsklasse, ne? Deswegen werden wir wohl auch göttliches Niederstrecken nehmen. 60% Wahrscheinlichkeit. Sehr gut, sehr gut. Wie wenig Erfahrungspunkte die nur geben und was für ein schwieriger Kampf das eigentlich ist. So. Sie kann sich noch selber heilen, aber sie hat ja kein Problem mit Heilung. Okay, dann machen wir das nicht und beenden den Zug mit ihr. Wobei, Moment, wir wollen ja zum nächsten Gegner laufen. Der ist hier, dann können wir den in Nahkampfbindung nehmen, das ist schon mal gut. So. Eins von 10. Kalach ist an der Reihe. Kann sich heilen. Kann nicht angreifen. Aber kann sich ja nur mit dem normalen Heiltrank heilen. Das wird wahrscheinlich so gut wie nichts bringen. Dann nehmen wir den hier in Nahkampfbindung. Ei, ei. Fehlschlag, sehr gut.
Oh Mann, 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 wie einer nach dem anderen fällt, so ein Mist. Down but not out. Der hat halt keinen Heiltrank mehr, das ist auch Mist. Unleash me. Er kann sich nicht heilen, Mist, weil ich so dumm bin und das nicht vorher geändert habe. Kann mich nur zurückziehen mit ihm. Pawn to Cleric 4. Schattenherz, versucht den mal platt zu machen. Machen wir auch wieder göttliches Niederstrecken. Ja, die müsste halt mal, er müsste mal geholfen werden, aber das, ich muss jetzt einfach einen weniger haben. So, einer weniger. Dann ihn in Nahkampfbindung. Mist, das mit den Heiltränken nervt richtig, ey. Ich hätte unbedingt die Heiltränke aufteilen müssen, besser. Oh, müssen wir den Kampf echt nochmal machen? Es wirkt fast so. Ich kann die aber nicht, ich kann die nicht hochhelfen. Wenn ich das mache, dann... So ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Up and Adam. Oh, ich kann nichts machen mit dem Gale, er stirbt jedes Mal wieder. Oder ist bewusstlos oder wie auch immer. Aber wenn ich ihr jetzt hochhelfe, habe ich halt wieder einen Angriff weniger. Hier würde ich rankommen. Das ist zu weit weg, schade. Aber Karlach helfen bringt mir eigentlich gar nichts. Ich glaube, ich würde den Kampf nochmal machen. Es scheint nicht anders zu funktionieren. So, Nahkampfbindung. Sorry. Ja, leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin. Regt mich das auf, ey. So, einer tot. Dann gehen wir da hin, vielleicht können wir ihnen dann helfen. Hab noch 15 von 23. Bringt mir nichts, jetzt Karlach aufzuhelfen. Wie Schaden machen wir da? 6 bis 13. Fernkampf auf Schattenherz im Nahkampf, lol. Sterbend, ja. So, Will. 11 von 23. Den könnten wir jetzt platt machen. Würde ihm aber auch gern helfen. Ich glaube, wir müssen ihn platt machen. 11 von 23, das heißt, er wird damit nicht sterben. Der Säurepfeil ist das stärkste, oder? 7 bis 18, wobei die anderen auch. Brennend. Glaube. Dann nehme ich. Pfeil des Eises, weil er dann vielleicht hinfällt und es nicht angreifen kann. Ja. Er ist aber auch tot. Sehr gut. Wir können ihm nicht helfen, aber wir können noch einen Heiltrank nehmen. Ich glaube, wir schaffen es doch. Wir schaffen es doch. Gerade so.
6 von 23. Dann ist er tot. Ach, das ist ja schon der letzte Gegner. Aber bekommen die auch Erfahrungspunkte, wenn die sterbend sind? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Zielpunkt nicht erreichbar. Na, dann können wir ja eh nicht hin. Bringt ja nichts. Beharrlichkeit. Ja, natürlich. Oh, tot. Nice. My faith protects me. What am I needed? Ja, wollt ihr dem mal helfen oder? And I'm off. Hä? Wieso gehen die da nicht hin? Can't afford to stay idle. I must keep going. Gut, fast alle halb tot, das heißt, wir speichern jetzt erstmal. Haben wir es doch noch geschafft, gerade so, ey. What a charmer. Und das erste, was wir jetzt machen, ist den Heiltränke aufteilen. Kalach hat 4, sie hat 3. Wir können auch noch welche herstellen, glaube ich. Einen. Ach so, ja, mal die Suspension herstellen. Vielleicht können wir dann mehr Heiltränke herstellen. Salze. Chlorreicher Sprung. Sehr gut, dass wir das jetzt selber herstellen können. Einfaches Gift. Nein, brauchen wir nicht. Öl der Präzision. Dieses schlüpfrige Öl lässt deine Waffe noch die winzigste. Achso, ja, na, das brauchen wir erstmal nicht. Elixiere. Brauchen wir auch erstmal nicht. Heiltrank können wir nochmal herstellen. So, und jetzt teilen wir auf. 7. 3, 0, 6. Also. Nee, das war falsch. 3, 4, 3, 6. Dann geben wir ihr noch. Wobei die sich auch selber heilen kann. Wir geben ihr noch einen. So. Gut. So viel erstmal dazu. Dann schauen wir nochmal ins Zauberbuch rein. Hat er den Nebel? Wobei das Problem bei dem Nebel ist halt, die laufen dann raus. Man zwingt die zwar, sich zu bewegen und verlieren dann durch Bewegungspunkte und müssen vielleicht in eine schlechtere Position. Also gegen viele Gegner kann das schon Sinn machen, aber hm. Dann bei dem Schlaf habe ich halt auch gerafft, was es mit den Trefferpunkten genau bedeutet. Dadurch ist es auch weniger gut, als ich gedacht habe mit dem Schlaf. Weil das dann halt nur gegen die sowieso schwachen Kreaturen funktioniert. Wir schauen nochmal ins Zauberbuch rein. Also, aktiviert haben wir Dolchwolke, Sengender Strahl und Melfsäurepfeil. Schlafen, Schmieren. Okay. Nebelwolke blendet Kreaturen darin und verschleiert sie komplett. Ich glaube, das will ich trotzdem haben. Dann zwingen wir die halt, die sich zu bewegen. Das ist trotzdem gut. Der Schlaf ist, glaube ich, weniger gut, weil das 24 Trefferpunkte, das sind die schwachen Gegner, die sind dann eh fast tot. Ist halt die Frage. Die Donnerwoge haben wir noch nie eingesetzt und die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Die nehmen wir mal raus. Hexenpfeil, brennende Hände. Wir brauchen aber einen Zauber, der gut ist, wenn Gale in einem Nahkampf ist. Fällt mir gerade ein. Haben wir gar nicht. Wir haben nur Fernkampfzauber. Das haben wir auch gemerkt, dass das schlecht ist. Der sengende Strahl funktioniert auch nicht gut bei jedes brennbare Ziel. Wir sind dreimal bei Rettungswurf. Der Zieler leiden dennoch den halben Schaden. Geschicklichkeit Rettungswurf ist, glaube ich, nicht so. Ah, 11, okay. Also brennende Hände brauchen wir eigentlich doch für Gale. Und jetzt haben wir aber halt die Nebelwolke nicht. Ich glaube, dann würde ich sogar die Nebelwolke reinnehmen. Das Eismesser. Brauchen wir das Eismesser? Aber das ist eigentlich ziemlich stark. Wir können ihn sogar benutzen, wenn wir verstummt sind. Das ist natürlich auch gut. Ja, ich glaube, der ist ziemlich gut, dieses Eismesser.
Es ist halt auch nur ein Stufe 1 Zauber. Ich muss mich, glaube ich, entscheiden, ob ich Schlafen oder Nebelwolke nehme. Ich glaube, Nebelwolke ist ein Tick besser doch. Auch wenn die da einfach rauslaufen können. Das ist echt schwierig. Dolchwolke haben wir auch noch nie verwendet, aber der... Ja gut, aber das ist das Ding. Ich nehme ja keine Nebelwolke, wenn ich Dolchwolke einsetzen kann, fällt mir gerade ein. Diese Nebelwolke war ja nur geil, weil ich sie mit Will verwenden konnte, der nicht Dolchwolke hatte, sonst hätte ich Dolchwolke verwendet. Ja, ich glaube, so macht es dann doch mehr Sinn. Weil ich würde eh nie Nebelwolke einsetzen, wenn ich Dolchwolke habe. Wieso sollte ich Nebelwolke nehmen? Das macht schön Schaden. Und geht auch 10 Züge. Und das, da laufen die einfach raus aus dem Nebel. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Aber gut, dass wir die brennenden Hände wieder reingenommen haben. So. Wie lange dauert es denn, bis wir hier mal aufsteigen? 604, 629, 584, 629. Okay, es dauert schon noch ein Stück. So, wir haben gespeichert. Ich glaube nicht, dass hier noch ein Gegner auf uns wartet. Deswegen können wir erstmal in Ruhe looten. Wir müssen dann natürlich wieder... Wir haben zwar nicht bei allen die ganzen Zauber verwendet, aber wir sind halb am Sterben. Ich will keine Heiltränke verwenden, um mich außerhalb des Kampfes zu heilen. Das ist einfach Quatsch, weil wir da... Der hat auch noch 4 Level 1 Zauber und kann hier... Ja, aber auch unsere Paladinin hat gar nichts mehr an Zauber übrig. Von daher müssen wir definitiv dann wieder eine große Rast machen. Wir werden jetzt mal kurz schauen mit den Verbrauchsgegenständen, ob ich da irgendwas ändern will. Öl der Verkleinerung, das werde ich, glaube ich, verkaufen, habe ich noch nie benutzt. Trank der Geschwindigkeit ist gut, das lassen wir. Vivant-Gift lassen wir auch, Gegengift klar. Schriftrolle Spiegelbilder ist gut. Ölflasche werde ich, glaube ich, verkaufen. Wann haben wir das mal benutzt? Noch nie. Einfaches Gift. Ach so, ist das jetzt in den Optionen noch drin? Muss ich mal kurz schauen. Ach nee, das ist bei Interface, dass das nicht automatisch reingenommen wird. Wurfwaffen automatisch zufügen, genau, das will ich nicht. Ja, das muss ich alles mal gemacht haben, als wir dann danach wieder geladen haben. Deswegen muss ich jetzt nochmal speichern danach. So, Schriftrolle Dunkelsicht ist egal, die werden wir verkaufen. Okay, also hier wollen wir nichts ändern. Schriftrolle Gedanken wahrnehmen ist eigentlich egal. Ölflasche, Schriftrolle schmieren. Bedecke den Boot mit Fett, das Kreaturen darauf verlangt haben und die möglicherweise stürzen. Ja, das ist egal. Brennende Hände, das kann ganz geil sein. Das lege ich gerade. Braucht das jemand anderes vielleicht? Ist das vielleicht besser bei Will aufgehoben, weil der hat ja keinen guten Nahkampf. Ja, ich glaube, ihm gebe ich brennende Hände. Hä? Hallo? Hallo? Ach, ich kann das nicht da rausziehen. Ich bin doof. Ich muss es hier rausziehen. So. Schmieren ist egal, einfaches Gift ist egal. Ach so, das ist ja wieder so. Sprechen mit Tieren ist egal, das kann die als Zauber, das braucht die gar nicht. Weiß ich nicht, können wir glaube ich einfach verkaufen. Also Mistenfeuer, irgendwas cooles werfen ist glaube ich für sie okay. Ja, lassen wir bei ihr. Gale hat eh fast von nichts drin. Trank des Federfalls, Schriftrolle wiederbeleben. Schriftrolle Hexen. Ach so, kann da irgendwas... Hatten wir nicht eine neue Schriftrolle, die er vielleicht lernen möchte? Dunkelsicht ist egal. Gedanken wahrnehmen. Egal. Nebelschritt. Spiegelbilder. Spiegelbilder. Das ist eigentlich ganz gut. Du hast eine... Aber müssen die dann vorbereitet werden, die Zauber? Ja, ne? Die müssen dann auch vorbereitet werden. Also wir lernen die zwar, aber das ist dann nicht so, dass die automatisch hier drin sind. Das würde ich jetzt eh nicht reinnehmen, glaube ich. Oder gibt es irgendeins, gegen das ich Spiegelbilder tauschen würde? Vielleicht schlafen. Weil gerade wenn dich... Du hast eine Minute lang 3 illusionäre Duplikate vor dir, um dich die Gegner ablenken und deine Rüstungsklasse um 3 erhöhen. Wann immer du einen Angriff erfolgreich ausweist, verschwindet einer der Duplikate. Das ist ja auch gut gegen Fernkampf. Ich glaube, das lerne ich. Ich glaube, das lerne ich und nehme dafür Schlafen raus. Weil, ja, genau, ich glaube. Vertrauten finden. Dreister Quasit. Ich schwöre einem Vertrauten. Zauber des ersten Grades. Aber den musste ich auch aktivieren. Ich glaube, dass den, da würde ich keinen Zauberplatz für verwenden wollen.
Wobei man den ja reinnehmen kann, dann zaubert man und dann nimmt man es wieder raus. Geht das? Ich meine, es kostet nur 50, müssen wir mal lernen. Ich probiere es mal. So. Jetzt nehme ich mal das Schlafen raus, den Quasit rein. Zaubern mal Quasit. Recognize the tiny fiend, the Quasit. Wicked creatures often used as familiars. Wait, you're not Illy. Oh, das scheint ein besonderer Quasi zu sein. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleibt cool.